Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von QSO4U Tech. Heute mal wieder mit der CT Desinfect. Es ist wieder ein Jahr rum und wir haben wieder die aktuelle CT Desinfect für euch im Video. Wir zeigen euch die neue Version, nämlich die Version 2016. Wer nicht weiß, was die CT Desinfect ist, das ist eine Antivirus-Boot-CD, die wird jährlich vom CT-Magazin, das ist unter der Obhut vom Heise Verlag, veröffentlicht. Also der Heise Verlag publiziert das CT-Magazin und davon ist es ein Sonderheft. Wo wir schon beim richtigen Thema sind, das ist relativ schnell vergriffen. Es gibt nur noch wenige Exemplare. Wir haben 5 davon hier, die würden wir gerne verlosen. Deswegen bleibt bis zum Ende vom Video dran. Da wird es dann die Infos geben, wie ihr eine der 5 gewinnen könnt. Dazu packen wir dann noch ein bisschen QSO4U-Zeug mit rein, Schlüsselanhänger von uns. Und dann habt ihr auch noch zusätzlich was von uns mit drin. Und ihr bekommt die dann frei Haus geliefert, wenn ihr eine der glücklichen 5 Gewinner seid. So, erstmal zur Erklärung, was ist es, was kann das Teilchen? Damit kann man Windows-Rechner desinfizieren. Deswegen heißt sie auch Desinfect. Die arbeitet mit mehreren Virenscannern, in dem Fall ist es zum Beispiel Avira, EZ, KlammAV und Kaspersky. EZ ist dieses Jahr neu dabei, KlammAV ist ja so ein Open Source Virenscanner, der ist allerdings auch ein bisschen false positive anfällig, aber den kann man theoretisch da auch mit drüber jagen und der kostet der CT nichts, also haben sie den einfach mal mit reingepackt. Die Boot-CD basiert auf Ubuntu, also da ist ein Ubuntu 14 drunter und es ist dafür gedacht, dass man eben unter einem Windows-Betriebssystem Viren findet. Wenn man die CD reingeschoben hat, sieht das Ganze so aus wie hier und man kann entweder gleich, sag ich mal, in einen schnellen, vereinfachten Easy-Scan-Modus gehen. Der ist wahrscheinlich eher für PC-Anfänger gedacht und wenn man dieses Teil mal an die Verwandtschaft gibt und sagt, hier, scan damit mal deinen Rechner, dann ist das vielleicht auch nicht schlecht. Aber es gibt natürlich dann auch noch den normalen Modus und man kann letztendlich dann auch von der normalen Festplatte booten, wenn man die CD eingelegt hat. Wir booten mal in den Standardmodus und dann werde ich euch mal so ein bisschen zeigen, was das Ding kann, wie es denn aussieht. Und vielleicht noch zur Info, ihr habt die Möglichkeit mit dieser CD, während das Ding hier hochbootet, werde ich das nochmal kurz anbringen, ein Jahr lang, also bis Juni 2017, kostenlos Signaturen zu bekommen. Und ja, der EasyScan übrigens, der ist nur mit Avira, also wer den EasyScan einsetzt, der hat nur eine Engine zur Verfügung. Ich nutze das eigentlich nicht, weil ich möchte das eigentlich immer recht repräsentativ haben, deswegen habe ich da gerne mal ein paar mehr Scanner im Einsatz und da, ja, nichts gegen Avira, aber da habe ich dann doch gerne ein bisschen mehr als nur Avira in Anführungsstrichen. So, wir sehen jetzt hier mittlerweile schon ein Ubuntu Live-System. Das Teil ist hochgebootet. Wir haben jetzt hier auch schon eine Netzwerkverbindung. Das ist auch schon mal ganz gut. Brauchen wir auf jeden Fall, um die Signaturen runterzuladen. Ja, wer das Teilchen von der CD nutzt, der muss jedes Mal alle Signaturen neu runterladen. Wer allerdings die CT Desinfect auf einem USB-Stick benutzt, und das ist auch möglich, da werden die Signaturen behalten. Das heißt also, das ist dann ja inkrementell, da wird immer nur das nachgeladen, was neu ist, und es bleibt dann auch drauf. Und auf der CD muss man halt ab dem Kaufdatum alle Signaturen runterladen. Das kann unter Umständen je nach Internetanschluss natürlich ein bisschen dauern und ist aber jetzt auch kein großer Akt. Aber wer halt zum Beispiel einen Volumenvertrag hat, weil er, keine Ahnung, über LTE zu Hause surfen muss, der sollte sich dann schon überlegen, ob er sich nicht einen Stick erstellt. Ja, wir haben hier ein ganz normales Ubuntu Live-System, ihr seht es schon. Wir sind jetzt hier auf dem Desktop gelandet. Wir haben hier rechts so ein bisschen so eine Art Dashboard, da sieht man das System, man sieht hier die Netzwerkauslastung, das ist ganz nett gemacht. Und man sieht hier den letzten Stand der, ja, Virendatenbanken von Avira, EZ, Kaspersky und KlammAV. Und wir können jetzt hier einmal die Signaturen aktualisieren, dann läuft das Ganze hier durch und dann fängt er hier an, das zu downloaden. Das wollen wir jetzt hier nicht machen, weil das dauert viel zu lang. Ich breche das Ganze mal ab und man kann jetzt hier, ja, ist ja gut, ist gut, ich breche das jetzt hier mal alles ab. Und man könnte jetzt hier sagen, Virenscan starten. Das tue ich jetzt mal ausführen und da seht ihr jetzt gleich die Optionen. Und das ist ganz interessant. Hier kann man nämlich jetzt auswählen, ja, welche Engines möchte ich denn haben. Also ich würde empfehlen, diese 3 Engines einzusetzen. KlammAV finde ich jetzt nicht so sexy, aber gut. Archive und Mailboxen scannen, ja, das muss man halt sich gut überlegen, ob man das haben möchte. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich möchte jetzt hier
Windows-Laufwerke selbst einbinden oder bestimmte Verzeichnisse scannen. Da muss man dann sagen, wo das sich befindet, und am Ende sage ich halt hier, scan bitte starten. Die CD ist auch so eingerichtet, dass man eben dann über den Firefox einen Bericht bekommt, einen Report als, ja, HTML-Seite, und da werden dann die Viren aufgelistet. Zusätzlich kann man sich die dann auch noch über, wir haben das ja bereits schon in dem Video mal gezeigt, über VirusTotal kann man das Ganze dann auch noch analysieren lassen. Man kann sich Informationen holen über diverse Virendatenbanken und kann nach diesen Viren suchen und bekommt dann auch mehr Informationen. Angedacht zur Desinfektion ist es von Heise oder vom CT-Magazin so, dass man die Dateien umbenennt, damit ein Bezug auf diese Dateien nicht mehr möglich ist. Also wenn ein System infiziert ist, dass dann der Trojaner seine Quelldateien nicht mehr findet, und selbst wenn er im System installiert ist, wird er dann nicht mehr funktionieren. Das ist natürlich, ja, das hängt immer vom Virus ab. Das kann, in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich wunderbar funktionieren, aber es wird nicht immer funktionieren. Oftmals ist es halt dann auch so, dass ein System nicht desinfizierbar ist über so eine Boot-CD, dann muss man halt eben weitere Maßnahmen ergreifen. Zur Not muss man einfach sagen, Daten retten und dann eben, ja, ein neues System aufsetzen. Aber, das muss man auch mal ganz klar sagen, für eine erste Diagnose, um einfach mal zu sehen, ist mein System in Ordnung, ist es infiziert, gibt es da irgendwelche Probleme, ist die CT-Desinfekt wirklich super. Also, da muss man erstmal was Vergleichbares finden. Ein weiteres Feature, was ich auch sehr, sehr nützlich finde, das ist gerade, wenn man im bekannten Verwandtenbereich supportet, ist die Geschichte, dass da ein TeamViewer vorinstalliert ist. TeamViewer ist ja eine Remote-Lösung, also Remote-Desktop-Lösung, wo man sich eben auf andere Rechner verbinden kann. Und die haben wir auch schon bereits in Videos vorgestellt. Also wer sich dafür interessiert, was TeamViewer kann und was es eigentlich ist, der findet die Videos bei uns auf dem Channel oder auf der Website. Und hier kann man sich dann auch in dieses Live-System per TeamViewer einwählen. Das ist natürlich ganz gut. Ich gebe der Oma einfach mal die CD mit von der CT-Desinfekt und sage, steck die mal rein, starte das Ding mal. Gerade wenn die Oma, was weiß ich, 500 Kilometer entfernt ist oder weiter, eine super Sache. Und sagt dann, startet bitte mal den TeamViewer, und dann kann man da adäquat helfen aus der Ferne und kann dann da auch schon desinfizieren und machen. Das ist eine feine Geschichte, das schätze ich sehr an dieser Desinfekt, muss man wirklich so sagen. Ja, im Wesentlichen ist es eigentlich schon alles, was ich zeigen wollte. Also ich will jetzt keinen Scan ewig lang durchmachen. Es gibt noch ein paar Experten-Tools, die kann man sich auch mal angucken. Es gibt einen Registry-Editor, es gibt einen Windows-Unlocker, damit kann man zum Beispiel einen Windows-Account aufknacken. Ich mache das mal hier kurz auf und kann dann Konto aufbrechen, verlorene Dateien wiederherstellen. Hier unten Windows-Passwort zurücksetzen gibt es auch. Also da sind auf jeden Fall jede Menge Tools drauf, die man mit Sicherheit mal gebrauchen kann. Und zu guter Letzt kann man natürlich auch mit jeder Engine einzeln scannen. Hier ist zum Beispiel dieses Passwort zurücksetzen. Da sehe ich jetzt hier, okay, das ist meine Windows-Partition. Und ich könnte jetzt sagen, okay, setz mir mal den Administrator zurück oder den Benutzer QSO4U, den es hier drauf gibt. Und dann wird das Passwort zurückgesetzt. Also das ist auch ganz praktisch. Und hier kann man, wie gesagt, mit einzelnen Scannern mal dagegen angreifen. Wenn man zum Beispiel, also wo ist es sinnvoll mit der Auswahl, einmal Klamm AV würde ich sowieso rausnehmen. Wenn man aber zum Beispiel Avira als Hauptscanner hat oder sowieso schon Kaspersky-Kunde ist, dann bringt es nichts, wenn man den Scanner damit einsetzt. Also, was heißt, bringt nichts, aber es ist halt effizienter, wenn man es halt rauslässt. Und es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn der Scanner installiert ist, dass es dann nicht erkennt, aber über die Boot-CD dann trotzdem erkennt. Also deswegen würde ich dann den Scanner halt rausnehmen. Aber ansonsten kann man da durchaus auch mit einzelnen Scannern arbeiten. Ja, und hier kann man dann auch einen bootfähigen USB-Stick erstellen. Das ist zum Beispiel auch interessant für Tablets, weil beim Tablet habe ich ja nicht die Möglichkeit, ja, habe ich schon über ein USB-Laufwerk, aber ein Stick ist halt doch geiler. Und eben, ihr habt die Signaturen dann auch immer drauf, wenn das updatet. Also der speichert das dann auch. Das ist dann ein Live-System mit Schreibberechtigung, während bei einer Boot-CD, das ist natürlich, könnt ihr nur lesen, drauf zugreifen. Das heißt natürlich für euch, ja, dass ihr immer die kompletten Signaturen runterladen müsst. Alle, die älter als der 2.5.2016 sind, müssen dann runtergeladen werden. Deswegen, wie gesagt, mein Tipp, ein USB-Stick mit Desinfekt erzeugen. Wunderbare Geschichte. Gehört auf jeden Fall in jeden Admin-Schreibtisch, würde ich mal behaupten. Und damit kann man wunderbar arbeiten.
Gut, gibt es noch irgendwas zu zeigen? Ich habe in meinem Skript nichts mehr stehen, was ich mir aufgeschrieben habe. Das habe ich jetzt alles gezeigt. Deswegen kommen wir jetzt zu unserem Gewinnspiel. Wie könnt ihr eine der 5 CTs mit der CT Desinfect gewinnen? Ganz einfach. Wir haben uns gedacht, wir brauchen ja immer so ein bisschen Input für interessante YouTuber, Webseiten, wie auch immer, für unsere Webtipps unter anderem auch, weil wir vielleicht mal ein paar Interviews machen wollen, ein paar Leute vorstellen wollen. Deswegen war unsere Idee jetzt so, schickt uns einfach mal, ja, circa 5 YouTuber, also wir werden da jetzt nicht pingelig sein, schickt uns einfach mal 5 YouTuber, die ihr abonniert habt, die ihr sehr gut findet. Und wenn ihr sagt, ja, das ist schwierig, ich finde ihr alle sehr gut, also es sollten jetzt nicht so ganz Bekannte sein, so mit 2 Millionen Abonnenten oder so, das interessiert uns gar nicht, sondern eher so die kleineren, dann schaut einfach mal, was sind die 5 kleinsten Kanäle, die ihr abonniert habt, und schickt die uns einfach mal. Oder, wenn ihr mit YouTube jetzt nicht so viel am Hut habt, schickt uns einfach irgendwelche Webseiten oder irgendwas. Und wenn ihr all das nicht habt, haben wir uns noch eine dritte Möglichkeit überlegt. Schreibt uns einfach mal, wie ihr QSO4U kennengelernt habt. Das interessiert uns natürlich auch. Einfach nur ein Satz oder so ist auch ganz interessant. Und das Ganze schickt ihr einmal an redaktion@qso4u.com per Mail. Oder ihr könnt uns das natürlich auch als PM schicken. Da haben wir auch kein Problem damit. Da müssen wir mal gucken, wie wir es abwickeln. Aber per Mail, muss ich ehrlich sagen, ist uns eigentlich lieber. Also schickt uns lieber eine Mail. Das ist, glaube ich, besser. Und einzelne Schluss, das wird sein der 17. Mai, sage ich Juni. Der 17. Juni wird der Einsendeschluss sein. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Wir gucken mal hier auf den Kalender. Das ist hier der Freitag, der 17. Juni. Bis dahin habt ihr Zeit, uns diese Sachen einzuschicken. Einmal, wie gesagt, die 5 kleinsten Kanäle, die ihr abonniert habt, oder 5 Webseiten, die ihr uns empfehlen wollt. Oder eben einfach die Frage, wie seid ihr zu uns gekommen? Und dann werden wir das Ganze auslosen. 5 Exemplare gehen raus. Das ist die komplette Heftversion, also wirklich in Heftform, nicht irgendwie digital oder so, mit einer DVD drin, plus ein QSO4U-Schlüsselband legen wir noch mit oben drauf. Und dann viel Spaß damit. Die Teilnahmebedingungen findet ihr natürlich im Artikel auf unserer Website. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von QSO4U Tech.